Wieso waren Sie 1975 drei Wochen in Untersuchungshaft? Oh. Weiter? Nein, nein, das war ja nichts Ehrenrühriges. Nein, nein. Ich bin nachts, um es ganz kurz zu machen, ich bin nachts auf der Pillnitzer Landstraße, also Wilstrover hieß das früher, die haben sich ja ständig umbenannt, die Straßen. Hm? Ich bin übrigens auf dem Adolf-Hitler-Platz geboren. Ist nicht wahr. Furchtbar, ne? Ja, ja, ganz schlimm. Das habe ich aber auch ganz schnell tilgen lassen dann. Ja, ich bin da über die Ketten gesprungen, um die nächtliche Straßenbahn noch zu erwischen. Ja. Wenn ich durch den Tunnel gegangen wäre, hätte ich sie verpasst und hätte zwei Stunden auf die nächste Straßenbahn warten müssen. Und da kam ein Polizist hinterhergesprungen und hat mit einfacher körperlicher Gewalt mich aus der Straßenbahn rausgeholt. Geholt. Und dann habe ich ihn beschimpft. Und wegen des Schimpfens? Ja. 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 Übrigens war eine Sache, ja, war auch interessant, wenn du einen Polizisten Bullen genannt hast, war das ja eine Beleidigung. Aber sie haben, wenn du nur Bulle gesagt hast, das nicht angeklagt. Aber wenn du Scheißkerl und Bulle gesagt hast, wurde immer beides angeklagt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht. Alle dürfen zu einem Verkehrspolizisten in der DDR weiße Maus sagen. Hm? Ja. Und ich finde den Vergleich... DEFA-Film, ja. Geliebte weiße Richtig. Maus. Ja, und ich finde diesen Vergleich mit so einer winzigen, kleinen, weißen Maus wirklich beleidigend. Aber so ein stattlicher Bulle, ich verstehe überhaupt gar nicht. Als Rinderzüchter. Aber ich konnte, ja. Ich konnte mich damit nicht durchsetzen. Obwohl das wirklich interessant ist. Das ist so idiotisch, das eine zu erlauben, weiße Maus, ja, und Bulle zu, ja, verbieten. Also, der steht ja sogar Gehirn vor der Weltbank, der Bulle. Ja. 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 Ja, und Schwerter zu Flugscharen ist ja ein Geschenk der Sowjetunion an die UNO. Darf man ja auch nicht vergessen. Eigentlich ja. Ja, ja. Da steht dieses Denkmal. Ich habe mir das auch angesehen, ja, was dann wieder ein Pfarrer genutzt hat in der DDR.